Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Kart DS. Ja, heute haben wir auch tatsächlich schon den letzten Part und in dem letzten Part schauen wir uns jetzt nochmal im Spielermodus ein paar Sachen an und anfangen tun wir damit den Rennmissionen. Das Mikro ist jetzt mal umstellen. Denn die Rennmissionen als Beispiel waren eine Exklusivsache für den Mario Kart DS. Und dann ist das wohl klar, dass wir uns die natürlich nicht entgehen lassen. So, wir sind Level 1. Fahre der Reihe nach die Nummer. Reihe nach, du hast die 5 nummerierten Tore. Okay, probieren wir das aus, ob wir das hinbekommen. Ich bin zuversichtlich. So. Scheiße. Umdrehen. Oh fuck, die Zeit ist begrenzt. Sehr gut, wir sind durch Tor 3. Und haben noch 8 Sekunden. Für das letzte uns fehlende Tor. Wir haben es geschafft, haben es natürlich, glaube ich, nicht so gut gemacht, aber wir haben es immerhin gemacht. Ah, Platz B sogar. Ja, genau. Ja, da gibt es noch mehr. Zum Beispiel sammle die 15 Münzen ein. Das ist eigentlich ganz lustig. Das gab es, wie gesagt, leider. Leider bis jetzt nur bei dem Mario Kart, weil das finde ich eigentlich irgendwie echt ganz cool. Damit habe ich eine Münze verpasst. Ich hoffe, hier liegen mehr als 15 Münzen. Ach, shit. Okay, man muss hier alle Münzen einsammeln. Scheiße. Komm. Nee. Das probieren wir jetzt aber nochmal. Das bekommen wir hier nicht. Ich bin zuversichtlich. Aber wie gesagt, so an sich finde ich das eigentlich echt lustig hier. Komm. Was ist das? Vor allem muss man sich konzentrieren. Nein, vorne wäre die 15. Münze gewesen, so ein Kack. Das war sehr knapp. Das bekommen wir jetzt aber hin, ich bin zuversichtlich. Nein, es hat einer ausgelassen. Das ist halt doof, wenn irgendwie einer auslässt, dann ist das heißt, wieder einer ausgelassen. Ist das nicht gut? Komm! Wie die Prinzessin Peach Faso Münze. Jetzt haben wir irgendwie nur 5 Sekunden. Für den Rest. Und wieder fehlt es nur noch eine, ey. Zwei sogar. So, diesmal bekommen wir es aber hin. Wir werden noch von Gottes Namen in der Lage sein, 15 Münzen einzusammeln. Nächstes möchte ich, wie gesagt, den Modus jetzt aber nur zeigen. Den Gottes Willen nicht ganz spielen. So, jetzt haben wir einen ausgelassen. Meine Fresse. Ne, ganz spielen wollte ich ja und habe ich ja nur den Grand Prix. Was ist denn das? Wieso? Jetzt hat. So, hier haben wir nochmal Münze. Münze 1, Münze 2. 14. Nein! Ich war so nah dran, Alter. Wie heißt er fährt denn da die Pietz? Es kann wohl nicht sein, dass es jetzt 5 Minuten braucht, um fucking 15 Münzen einzusammeln. Wollen die mich eigentlich verarschen? Ich sehe, der Kacke, wenn einer vorbeifährt, dass man bremsen den ganzen Kack und. Ne, ich meine, ich habe doch wieder verkackt. Das ist das auch von der scheiß Lenkung hier auf der Virtual Console. Leckt mich. Ich müsste das jetzt hinbekommen, ich werde das hinbekommen. Das ist echt peinlich, ey.
Mann! Was ist das? Das kann nicht sein, ich konnte jetzt noch erst 3 Stunden dran setzen. Für so eine Kindergartenaufgabe, ey. Also wenn einfach einer vorbeifährt, dann muss man umdrehen und steuern, dann geht der ganze Kacknis halt. Das finde ich an dem Modus gerade nervig. Aber ansonsten gilt, ich finde es schade, dass es sowas nicht noch bei anderen Mario Kart Versionen gegeben hat. Wenn man es in der Theorie, ne, wenn man es kann, so wie es jetzt zum Glück, ist das ja so ein Rest witzig. So, auch Platz B, Halleluja. So, eine machen wir nochmal. Dann haben wir genug Missionen gemacht, was eben als Beispiel. Ja, der Story, die sehen Itemboxen, das klingt lustig. Aber ob das die alle finde. Oben wäre es, glaube ich, lang gegangen. Juhu. I've done it. Platz Ei. So, damit haben wir genug Missionen gemacht, ne? Also, da macht man einfach so Missionen in dem Mode. Das haben wir jetzt ja gesehen. Wettkampf ist klar, das Video versus Rennen ist auch klar. Zeitfahren ist auch klar. Was wir jetzt auch nochmal eine Runde ausprobieren, ist online tatsächlich. Nee, online geht glaube ich gar nicht. Dafür kann man irgendwie einen Code erstellen. Vielleicht geht das hier auch, ich habe keine Ahnung. Okay, nein, die haben die sich aber schon abgeschaltet gemacht. Also anders beginnt nicht mehr. Mehr Spieler könnten mit anderen spielen. Ja, aber ich kann es noch zeigen, dass er aus einfach Wettkampf nochmal geswinnt. Balance lacht, das ist das, was es jetzt noch gibt. Und das ist was anderes. Balance kennen wir schon von Wii U, das hier nicht. Deshalb machen wir das hier. Kein Paar, wie es geht. Whatever it is, wir werden es probieren. Lol, das ist ja mal eine lustige Bahn. Nicht dein Ernst, oder? Wir fahren auf dem fucking 3DS. Das ist definitiv meine Lieblingsbahn. Ich habe keinen Fall, was. Aber musst du Dinge einsammeln. Wenn man 10 hat. Nein. Abgestürzt, gibt Abzüge. Nee, nicht mal. Doch, scheiße. Hä? Ah ja. Ah ne, die Zeit ist halt runter, wer am meisten mit Dingen hat, gewinnt oder wie? Ah, ich kapiere es. Ich werde jetzt gerade. Nee. Wo sind denn jetzt die neuen? Da ist einer. Kacke. Aua. Fuck, abgeschossen bekommt dann nicht mal. Das ist am. Halleluja, ich hab gewonnen. Ja, also das ist jetzt nochmal als zeigen lassen von den Rennmissionen. Dann habe ich glaube ich auch alles Wichtige schon gezeigt. Ne? Grand Prix hatten wir jetzt ja. Zeitfahren, Paulen zu zeigen, das ist klar, was es ist.
Genau wie Versorennen. Wettkampf habe ich gesagt. Und Rennmissionen auch. Ja. Das war mein. Hallo? Bleiben wir zurück. So. Das war mein Let's Play zu Mario Kart DS. Haben uns zum Schluss nochmal Rekorde an. Da kann man so seine Rekorde jeweils sehen. Genau dies nochmal als Info. Ja, und wie gesagt, das war mein Let's Play in Mario Kart DS. Ich hoffe, euch hat das gefallen, liebe Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich bald beim neuen Projekt wieder. Startet ja morgen sogar so ein neues Projekt, wo ihr euch drauf logischerweise freuen könnt. Danke fürs Zuschauen von Mario Kart DS. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ciao! Thank you.